Moin aus Berlin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist für euch der Thorsten. Ja, immer noch grippal, infektiös oder so ähnlich. Boah, gestern fast, ja, nee, fast 39 Fieber. Ist schön, wenn man dann die Nacht nicht vernünftig pennen kann. Nichtsdestotrotz, wir fahren mal weiter. Ey, also so schlimm hatte ich es auch lange, ewig nicht mehr. Setzen unsere Tour mal fort. Vor allem, du magst auch nichts tun, ne? Im Moment auch so ein bisschen. Ich weiß nicht. Gegen diese Eulenkümmern-Drage ist, die den Husten lösen soll. Ist auch nicht gut. Meine Katze ist auch ordentlich, die macht ja auch gerade laut. Ja gut, jetzt kannst du eigentlich so laut machen. Oh Mensch, wie viel haben wir denn noch? 2000 Kilometer noch vor uns. Das ist noch ein ganz schönes Stück. Mal gucken, was wir da noch sehen werden auf der ganzen Strecke. Meistens geht es ja gegen Abend richtig los, ne? Ich würde mir gleich erstmal ein Käffchen machen. Mal gucken, wie der mundet. Ein bisschen was essen muss ja auch mal sein. Großartig Themen, wo ich drüber quatschen kann oder möchte oder will oder. Mich voll in die Mauer eingeschlagen. Ja, das heißt für meine Katze dann demnächst, wenn die da durch ist, es könnte noch ein paar Tage dauern, dann geht es zur Kastration. Quält sich, man soll es nicht meinen, aber sie quält sich doch gewaltig. Aber wie sagt man, einmal musst du durch, oder? Weiß nicht, ob wir. Ach, die Polizei blitzt wieder, dein Freund und Helfer. Ich weiß nicht, ob ihr sie im Hintergrund hört. Ja, was für Straßen hier. Wie schnell dürfen wir denn überhaupt? Keine Ahnung. Zahnlose Portokasse. Boah, aber das haben wir gewusst, so richtig schön rein die Birnen ziehen. Ja, über 2000 Kilometer hier durch die Weltgeschichte. Die Morgenstunde mal ausnutzen zum Fahren. Geht's einigermaßen, ab Mittag geht's dann wieder bergab. Und vor allem kannst du auch den ganzen Tag im Bett liegen.
Spaziergang wäre mal schön, aber ja, was denn so eine Männergrippe ist, ne? Och, Aloy. Ja, such dir einen Kerl. Ja, meistens haut sie sich dann gleich irgendwo hin und pennt. Ich finde hier so ein bisschen diese Hochspannungsleitung ein bisschen unrealistisch, ein bisschen hakelig, oder? So, ja, und sie maunzt hier rum. Muss nachher mal nachgucken, wie lange sowas eigentlich andauert. Ist heute der zweite oder dritte Tag. So, da vorne ist eine Tanke, da fahren wir aber noch dran vorbei. Ist noch ein bisschen länger. Auf so eine Art Autobahn, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Kraftfahrstraße. Autobahn ähnlich ausgebaut. Und da ist die Polizei. Mal gucken, es gab noch immer mal irgendein Traffic Pack für Russland und so weiter. Weiß noch nicht mehr, von wem das gewesen ist. Ich meine, es wäre Jessica gewesen. Russian Traffic oder so ähnlich. So, was haben wir hier? Dürfen wir überholen? Können wir überholen? Oder fleucht uns jemand von vornherein? Mal gucken, wie es ausschaut. Bis jetzt ist ja ganz gut hier. Ist jetzt wieder Überholverbot. Befürchtung, wir sind hier noch ein paar Tage unterwegs. Auf jeden Fall gucken, ob wir das alles rechtzeitig schaffen. Ist jetzt wieder Überholverbot, ganz toll. Ich wollte gerade dran vorbei.
frei hier. Mal bringen auch noch vorbei. Solange nichts von vorne kommt, ist das ja alles gut, wa? Wir fahren kein Autos. Naja, denn. Wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, welcher Wochentag heute ist. Donnerstag, Freitag. Ich habe alles irgendwie. Na, wo ist er wieder? Hey! Rein. Da fahren wir mal ein bisschen 63 hier durch. Es wird abends, es wird dunkel. Ja, so langsam müssen wir uns dann auch mal wieder einen Parkplatz suchen, ne? So. Ich hätte den Tempomat genommen. Mensch, wenn das so weitergeht, haben wir unsere Milliarde bald voll, ne? So, jetzt brauchen wir langsam einen Parkplatz oder einen schicken Grünstreifen. Vielleicht gehen wir mal sowas. Irgendwo angemaunzt. Ich stell dir vor, du bist geil und kannst nicht. Na, so. Finde ich mir schrecklich. Meine, wir Männer kennen das. Na, du willst und kannst nicht, hast nichts oder keine Ahnung was. Aber immerhin steht es wieder auf vier Beinen und geht nicht nur den ganzen Tag in der Ecke rum. Schon mal viel wert. Interessanterweise ist er gar nicht so anhänglich, dass sie mir jetzt ständig am Bein rumhängt oder so. Das kann man jetzt nicht behaupten. So, wir machen mal Folgendes. Hier ist eine Baustelle. Ich finde das hier ganz nice an der Baustelle. Wir fahren hier jetzt mal auf diesen Seitenstreifen hier. Und beenden die
Folge hier für heute. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, über ein Abo und natürlich auf die nächste Folge und sage bis dahin, ciao, ciao, und es geht langsam wieder aufwärts.